magst denn lieber, das Meer oder die Berge? Die Berge mag ich ganz besonders. Ich bin begeisterte Bergwandererin. Klettersteiggehen finde ich grandios. Und in den Bergen, du bist weg vom Alltag. So ein bisschen stehst du drüber. Das ist einfach fantastisch. Was war denn dein schönstes Urlaubserlebnis? Am schönsten fand ich es eigentlich immer am Meer. Ich bin öfters nach Südfrankreich mit meiner Familie gefahren. Das fand ich immer sehr toll. Aber ja, wo ich jetzt letztes Jahr in Albanien war, das hat mich doch nochmal mehr überzeugt. Aber am wichtigsten finde ich es, dass man eben auch ohne Flugzeug reist. Weil ich finde es einfach mal viel toller, weil man erlebt einfach mehr, wenn man nicht so schnell die Strecken zurücklegt und auch einfach sieht, was so an einem vorbei rauscht. Und ja, ich finde es eben schön, am Meer zu sein. Und deswegen, ja, Südfrankreich oder Albanien finde ich eigentlich beides sehr schöne Länder. Robert Habeck oder Annalena Baerbock? Robert Habeck. Jetzt soll niemand sagen, das hinge damit zusammen, dass er so gut aussieht. Das wird nämlich oft unterstellt. Nee, ich kenne kaum jemanden, der so klar seine Positionen und das, was er vorschlägt zu tun, von sehr grundsätzlichen Erwägungen ableitet. Ich habe ihn ein-, zweimal hier in Freiburg erlebt. Es war einfach grandios. Mit meinem Bächleboot fahre ich am liebsten ins SC-Stadion, auch wenn ich es bis dahin nicht schaffe, aber ja, am liebsten fahre ich zum SC-Stadion mit dem Fahrrad. Ja, vielleicht wird das noch was. Was bedeutet denn Europa für dich? Seit mehr als 70 Jahren Frieden. Und eine Wertegemeinschaft und ein riesengroßer Raum, in dem wir da leben können, wo es uns gefällt, nach den Regeln, die wir uns selber gegeben haben. Jesko, Freiburg 2025 ist hoffentlich grüner und chancengerechter. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch besser werden. Und ja, es muss vor allem auch mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Ich glaube, das ist gerade eine der dringenden Nöte.